Der Sarg wird wahrscheinlich zugenagelt. Ja, genau, also das wird er jetzt provisorisch machen, allerdings nur drei, vier Nägel rechts und links rein, sodass das dann eben auch problemlos wieder geöffnet werden kann. Und du hörst dann wohl auch noch, wie irgendwie so eine kleine Handaxt oben auf das Holz gelegt wird, weil man sowieso davon ausgeht, dass es gleich geöffnet wird. Und ja, so wird Just erstmal warten, bis die anderen sich abgesetzt haben, gemeinsam mit dem großen Bären. Und oder wer soll als erstes rein? Wir, also die ganze Truppe. Wir, habe ich mir gedacht. Gut. So könnt ihr auf das große Tor zurumpeln mit den spitzen Türmchen. Ihr könnt Bewaffnung erkennen. Die Wachhabenden, die hier ebenso in Wappen mit dem roten Tor und der Borberat-Krone dann zu sehen sind, sie sind wohl adrett gekleidet. Also es sind Söldner bzw. Soldaten mit einem anständigen Wappenrock, guter Bewaffnung und sehr misstrauisch, argwöhnisch, sind also jetzt nicht gerade beim Würfeln oder sowas beschäftigt, sondern sind sehr aufmerksam und ihr könnt dann auch erkennen, wie es wenig Leute vor euch gibt, aber jeder wird kontrolliert. Und so rumpelt ihr dann mit eurem eigenen Bären der Diamantenkiste auf das Tor zu, bis dann einer der Wachhabenden euch die Hand ausstreckt. So, moin. Guten Morgen, den Gärtner von Jex Edith grüßt euch. Wir begehren offensichtlicherweise Einlass. Und wo kommt ihr? Wir kommen aus dem fernen Norden. Und wo genau? Pavi. Und ihr dort wollt ist nach unser Mandena? Handelssitz. Wir wollen hinein, ja. Auf der Durchreise oder plant ihr länger hier zu bleiben? Wir gedenken, Handel in der Stadt zu betreiben. Sicherlich einige Zeit lang. Auf dem Jarlaxberg. Verzeiht bitte. Auf dem Jarlaxberg. Ja. Seid ihr angemeldet? Nein. Gut, dann. Ich weiß nicht gerade, ob Borix da ist, aber wenn, dann meldet euch beim Borberat Jarl. Was führt ihr mit Diese euch? Diamanten. Die allerfeinsten aus den Wahlbergen. Aufmachen. Ich nehme an, wir gehen irgendwie so einen Schritt an die Seite, damit wir nicht auf offenem Platz die Kiste voller Diamanten aufmachen. Mach die Er Kiste, mach die guckt Kiste auf. zum Eisbären. Beißt er? Nichts, wenn ihr ihm keinen Grund gebt. Will ich hoffen. Bei euren Viechern aus dem Norden weiß man nie. Wir arbeiten stetig an den allerneuesten Züchtungen. Wir selbst nicht, versteht ihr, aber unsere Züchter. Ja, er lässt sich dann einmal die Kiste aufhebeln und schaut in die Kiste rein. Wie ihr sehen könnt, es ist die allerbeste Ware. Unsere neuesten, sagen wir, Akquisen, wenn das schwarze Eis weiter vorrückt, zahlen sich wahrhaftig aus. Oh, ihr wisst nicht zufällig, wo wir günstig Arbeitskräfte erstehen könnten. Moment, Moment. Er greift mal mit seiner vollen Faust rein und wühlt mal so ein bisschen in der Kiste drin, hin und Ich her. achte sehr genau darauf, dass er hier nichts verschwinden lässt. Ja, noch nicht. Also er wird auf alle Fälle erstmal drin rumwühlen und auch noch, also er steckt seinen kompletten Arm rein, wühlt und tastet und die Kiste ist einfach zu groß, sodass er dann zwei, drei andere Wachen dann herbeitreten lässt, die dann mit großen Lanzen und Hellebarden dann in der Diamantenkiste herumstechen. Seid doch bitte ein wenig vorsichtig. Wir wollen nicht, dass die Wache zerkratzt wird, nicht wahr? Dann greift er nochmal rein und holt dann einen Stein rein, hält ihn so ein bisschen in die ja, Sonne. Ist es nicht so neblig verhangen, wenn du nach oben guckst. Sind das nicht sowieso Rohdiamanten? Nun ja, wir haben gehört, dass besonders die Geräume bei euch in der Stadt die allerfeinsten Gold- und Feinschmiede sind. Wir hatten gehofft, einiges an, sagen wir, fortgeschrittener Verarbeitung hier erstehen zu können. Tja, dann seid ihr Nichts wohl für Lügen un. aufgesessen. Aber das ist euer Problem. Oh, tatsächlich. Nun gut. Andererseits bin ich mir sicher, dass eure Juweliere auch nicht schlechter sind als die bei uns. Nein, das ist falsch. Bitte? Goldschmiede, Juweliere, allesamt haben sie ihr Handwerk nicht verstanden. Haben sich von den Fälschern, haben sich übers Ohr hauen lassen. Mittlerweile ist Fälscherkunst höher angesehen als die echte Ware. Aber wie Nee, gesagt, das das ist euer Problem. ist sehr bedrückend zu hören. Nun, in diesem Fall kann es sein, dass unsere Anwesenheit kürzer ist als geplant. Aber wir werden unser Bestes versuchen. Tja, schlechte Nachrichten. Das war jetzt ja eine sehr ausführliche. Ja, musste ich jetzt ja lange gucken, ne? Außerdem bin Aber ich ja noch gar nicht fertig. selbstverständlich. Wir sind natürlich bereit, unsere Einfuhrzölle in der allervollsten Höhe zu bezahlen. Soll doch niemand sagen, dass wir den großartigen Falscher
in seinem goldenen Haus um seinen gerechten Anteil betrügen wollten. Nee, würde ich auch so sagen. Aber den Zoll bezahlt ihr nachher dann bei den Beamten von Jasmina von Darbonia. Das ist die Haboralprotektorin hier. Da müsst ihr die Steuern bezahlen. Das hier ist nur Unkosten, die hier ab... Selbstverständlich. Er greift einmal mit der vollen Hand rein und hat dann eine Handvoll Diamanten in seiner Hand. Selbstverständlich. Einfuhrsteuer hier, Umsatzsteuer am Hafen, ja? Genau. Und alles Weitere macht ihr dann mit den Leuten im Inneren. Damit habe ich nichts zu tun. So, mach mal den Mantel auf. Ich mach den Mantel auf. Ja, klopf dich ab und tritt dann an die anderen heran. Lässt sich wohl auch nicht von Rafims Statur beeindrucken und wird dann ebenso mit seinen Wachen die Beine breit machen lassen und dann abklopfen, oben, unten und auf Waffen suchen. Was mit der Axt da? Die brauchst du ja nicht. Ja, ich habe schon selbiges gehört. Muss man abgeben, nicht wahr? Genau, kriegst du nachher wieder. Keine Sorge. Ja, verstehe ich. Krieg auch einen Schein dafür. Ja, kriegst du. Ja, ich guck mir den an. Ja, du kannst das in einen großen Sack werfen und er stellt dir dann einen, so ein kleiner Papierschein aus, wo drauf steht, rostige Axt. Gibt die dir dann in die Hand, geht dann ebenso zu Isaron, lässt sich dann ebenso die Waffen abfertigen, zu Sheridan bzw. zu Lamin, sodass ihr dann allesamt eure Waffen reinwerfen könnt. So, wenn es Probleme gibt, meldet euch einfach bei den Magdalenata. Das ist zwar nicht die Stadtgarde hier, aber das ist auf alle Fälle diejenigen, die man, naja, am meisten vertrauen. Das ist halt auch nicht richtig, aber zumindest könnt ihr mit Gewalt antworten. Vertraut auf keinen Fall den Alanfanern, dabei nickt er dir Rafim zu. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, am besten nehmt ihr von hier aus ein Schiff in Richtung sonst wohin. Da kriegt ihr die besseren Preise. Aber erstmal Steuern bezahlen bei Jasmina. So, ihr dürft rein. Ich muss es euch übrigens sagen, das ist ein Erbstück. Was? Keine rostige Axt. Interessiert Erbstück. Mich nicht. Es geht darum, dass ich sie nachher wieder identifizieren kann, wenn ihr rauskommt. Na. Der Rafim geht etwas niedergeschlagen an ihm vorbei. Ach, kein guter Start unserer Unternehmungen. Aber ich bin mir sicher, wir werden noch gute und lohnende Geschäfte hier machen. Würfel mal eine Überredenprobe, Rafim. Wie niedergeschlagen du wirklich bist. Er würfelt auf Menschenkenntnis. Er würfelt eine gute Menschenkenntnisprobe, aber 18 schafft er nicht. Er ist kurz irritiert, guckt dich nochmal an, kneift die Augen zu und lässt sich dann wohl aber von den beiden Frauen neben dir ablenken, sodass er dann vor allem auf den Hintern von Isarun starrt. Kommt nun. Zeit ist bekanntlich Geld. Habt ihr gehört, er hat sie eine rostige Axt genannt. Ihr müsst gestehen, sie hat ein wenig Flugrost angesetzt im Sumpf, nicht wahr? No, jetzt lasst euch doch nicht von dem beeinflussen. Ja, also schreiten wir dann langsam in die Stadt hinein. 5 Minuten später wird Abel mir hören, wie sich der Wagen rumpelnd über den Sumpf und die schlechte Straße in Richtung Süden begibt. Und nachdem du ein kurzes Gespräch gedämpft durch Holz hören kannst, kannst du hören, wie tatsächlich die Axt angesetzt wird, die Nägel werden beiseite gehoben und du starrst bzw. bekommst eben mit, wie sich ein bärtiges Gesicht über dich schiebt. Der dich betrachtet, dir einmal die Finger an die Nase hält, wo die Atmung überprüft, sodass dein Herz eben noch langsamer schlägt, beziehungsweise lauter, aber langsamer. Du bist dir nicht ganz sicher und du hoffst, dass du tot genug giltst. Und nachdem du dann wohl auch angepiekt worden bist, merkst du wohl, wie sich dein Fleisch langsam wieder zurückschiebt an die Stelle, wird wohl genickt. Es gibt weitere Unterhaltung mit dem Totengräber und dann merkst du, wie der Holzdeckel wieder drüber geschoben wird. Boah, sei Dank, denke ich mir. Was wohl jetzt geschehen mag. Ja, es rumpelt wieder weiter. Und dann kannst du irgendwann wieder das Vertraute, diesen vertrauten Akzent hören, der wohl von Freko zu kommen scheint, der sich da wohl gerade mit Isarun und Jalan unterhält. Ja, und deswegen habe ich dann diesen Kopf abgegeben und direkt dann das Geld eingestellt. War ganz gut. Danke nochmal für den Ogerkopf. Aber wenn ihr nichts weiter braucht, ich bin dann wieder Torfstechen, ne? Damantau.
Macht es gut. Passt auf euch auf. Heiliger Maulwurf. Und damit tritt er wieder an euch vorbei und ihr seht, wie sich der Leichenkarren mit Abelmühl wieder auf euch zubewegt, an euch vorbei und auf das Marktviertel zu. Ja, ich dachte, wir holen unsere Sachen. Warum ist er denn vorbeigefahren? Was, jetzt hier? Wollt ihr auf offener Straße jetzt das Ganze öffnen? Ja, wo wollt ihr das denn machen? Hab ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, dann jetzt. Ja, nicht hier, aber können wir da vorne nicht in die Gasse fahren? Bei den Lagerhallen? Na gut, machen wir das. Ja, so rumpelt ihr dann auf die Speicherstadt zu und die großen, langen Lagerhäuser, wo ihr im Inneren eine ganze Menge von Leuten erkennen könnt. Könnt wohl dann auch sehen, wie es hier verschiedene Insignien an der Tür gibt mit den einzelnen Handwerksinsignien, die hier wohl hergestellt werden. Und ja, wenn ihr dann eine kleine, stille Gasse gefunden habt, wird der Sarg mit Abelmir abgeladen. Abelmir, du bist immer noch nicht bei Bewusstsein schon, aber du kannst dich noch nicht bewegen und siehst dann wohl, wie der Totengräber dich so ein bisschen zur Seite rollt, aus dem Sarg heraus zieht und dann auf der Straße liegen lässt. Verdammt. Ja, ich heb Abelmir mal auf und werf ihn mir über die Schulter und kram da darin rum, damit ich meine Sachen wiederbekomme. Vorsichtig, Raffin, vorsichtig. Ja, ich werf ihn einfach über meine Schulter. Das ist, ich habe schon öfter Leute getragen. Raffin ist ganz schön fett geworden am Arsch. Ja, das ist für euch, das ist deins. So, habt ihr alles? Ja, danke. Was machen wir mit diesem nassen Sack jetzt? Oh, jemand da bei mir. Ich wollte gerade wegwerfen sagen. Ja, ihn meine ich. Tragen wir eine Weile mit uns rum. Oder setzen wir ihn an die Wand und hocken hier eine Weile herum. Doch, ich finde mal ein Fahnerviertel, da wird das ganz gut ankommen, wenn wir schon unser eigenes Geschenk dabei haben. Unseren ganz eigenen Bewusstlosen. Ja. Ich hätte jetzt einfach daran gedacht, ihn als Besoffenen auszugeben, aber na gut. Also dann, ich glaube, es geht hier lang. Dort in die Gasse. Ja, ich denke, wir sollten jetzt erstmal Steuern zahlen. Ach ja je. Weil, wenn die das rausfinden, dann sind die uns auf den Ärschen. Hattet ihr es so moralisch vertretbar, so viele Diamanten unter das paktierende Volk zu bringen? Ja. Ich weiß nicht. Ja, was machen die paar Diamanten schon aus? Die werden hier von irgendwelchen, mit gefälschten Papieren schlecht bearbeitet und sehen am Ende dann aus wie Müll. Es ist besser, als unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Na gut. Ich tue es nur mit Bauchschmerzen. Okay, dann auf zum Hafen. Und so geht's auch zum Hafen. Ja, von hier aus findet ihr den Hafen ohne Probleme und könnt dann wohl auch an dem größten Gebäude des Hafens, an der riesigen lebenden Werft vorbeigehen, die wohl mit dämonischer Hilfe ihre Schiffe baut und repariert. Ihr könnt auf alle Fälle dann auch eine gewaltige Arche erkennen, die hier angebunden ist mit gewaltigen Agrimod-verseuchten Ketten, die dann in ihr Fleisch bzw. in das Holz greifen und unter unsäglichen Schmerzen die Planken abziehen. Während ihr dann mit einem Schauder auf dem Rücken und diesen ekelhaften Geräuschen im Ohr daran vorbeilaufen könnt, der Rest der Stadt scheint merkwürdig normal zu sein, wenn man jetzt von dieser lebenden Werft mal absieht. Immer noch diese merkwürdig großen neu gebauten Häuser, die hier nicht reinzupassen scheinen, aber irgendwann steht ihr dann auf dem nimmermüden Markt, wo viele Händler sich um die Marktordnung streiten. Wer hat den größeren Karren? Wer hat
ja, wer kann hier am meisten Waren verkaufen? Ordnungsgemäßer Anteil, der an die Obrigkeit abgeführt wird. Und ihr könnt eine ganze Menge an Piraten erkennen, mit Holzbeinen, mit irgendwelchen Armen, die ihnen fehlen und dann mit Eisenhaken ersetzt worden sind. Papagei auf der Schulter oder irgendwelche Piratenhüte auf dem Kopf, irgendwelche Augenklappen, die sie tragen. Also Piraten noch und nöcher, die dann hier ihre wertvollen Prisen aus aller Herren Länder an den Mann und an die Frau bringen. Ihr könnt einige Zeliten erkennen und auch Krakonier, die hier wohl Schätze aus ungesehenen Tiefen anbieten und auch wohl Spekulanten, die dann vor einer großen Tafel stehen, was ihr schon aus Yol Gurmak kennt, zumindest der ein oder andere, wo dann zahlreiche Preise angeschrieben worden sind, die sich sekündlich ändern, so dass dann eben auch auf verschiedene Dinge gewettet werden kann. Teilweise auf den Untergang von Reichen, teilweise auf den Untergang oder den Tod von Heerhaufen, auf den Ausgang der Schlacht mit Helm Hafax. Alles wird irgendwie als Ware oder als Zahlungsmittel akzeptiert. Bis ihr dann vor einem großen Marktstand steht, wo wohl dann auch die Steuer abgeführt werden muss. Zumindest steht das oben so drauf. Hier scheinen wir zu sein. Na los, Goldhand. Gehen wir drauf zu. Ja, wenn ihr auf den Stand zugeht, könnt ihr euch dann kurz anstellen. Viele Piraten, die hier wohl auch schon gerade bezahlt haben und dann mit einem weinenden Auge einen Großteil an Hellern, Kreuzern bzw. Dukaten dann abgeben, könnt ihr dann vor einem der Verwalter stehen bleiben, der euch dann anguckt über eine große Brille, die er sich noch einmal zurechtrückt. Ah, ein neuer Paktierer. Willkommen. Den großen goldenen Gimmschneider zum Gruß. Man sagt uns, dass wir aus dem Norden, dem Fernen. Ja, was führt ihr mit euch, Paraphernalien? Rohdiamanten, Handelsware. Führt ihr Teriak mit euch? Nein. Schade. Er zeigt dabei einmal mit dem Finger auf den neuen Preis von Teriak und du kannst sehen, wie er wohl über die Maßen aktuell gefragt wird. Nicke anerkennt. Ja, meine gute Base ist im Teriak-Handel. Ich muss sagen, ihr läuft das Gold mittlerweile aus den Ohren. Eine Schande, wirklich. Ich habe mir die falsche Branche ausgesucht. Ja, Diamanten, auch nicht mehr das, was sie mal waren. Na gut. Also, wie viele Kisten führt ihr mit euch? Eine. Eine Kiste? Deswegen habt ihr den weiten Weg angetreten? Selbstverständlich. Ich bin überrascht. Wie man uns am Tor mitgeteilt hat, sind wir offensichtlich einer dreisten Lüge aufgesessen, dass die Gräume in der Stadt sehr große Gemmensteifer wären. Naja, die Gräume sind auch nicht mehr das, was sie waren. So scheint es zu sein. Ich bereue die Reise hierher, um ehrlich zu sein, jetzt schon teilweise. Aber ich bin mir sicher, dass sich auch hier für uns irgendwo Gewinn herausschlagen lässt. Ach sicher. Am wertvollsten werden wohl die Wetten sein, aber... Gut, eine Kiste, wie viele Tonnen sind es? Es müssten... Ich blicke mal auf den Bären zurück, der die Kiste aufgeladen hat. Es müsste ein halber Quader sein. Ein halber Quader? Eine Kiste, halber Quader? Ah. Na gut, ich sehe schon, dass ihr nicht viel Geld habt. Gut, dann er schiebt mal ein paar Ringe und Schnüre auf einem großen, merkwürdigen Rechentablett zusammen. So, 15%, wenn ihr alles zusammen hier bezahlen wollt und damit dann auch gehen könnt, sagen wir 18%. Dementsprechend bei einem halben Quader mal 0,18, er schiebt ein bisschen was rum, 90. Aber Stunden. Wir sind uns doch sicherlich darüber im Klaren, dass, wenn wir eine gewisse Menge an, wir wollten sie eigentlich nur verarbeiten lassen, wenn wir stattdessen sagen, wir ein wenig Umsatz generieren, der ja auch wieder teilweise in eure Taschen fließt. Unter Betrachtung dessen können wir da doch sicherlich 17 draus machen. 17%? Prozent, versteht sich. Weil ihr könnt, wie gesagt, auch nur 15 bezahlen, aber dann müsst ihr noch bei den anderen vorsprechen. Das geht ja sonst von meinem Geld ab. Außerdem verschwendet ihr gerade meine Zeit und hinter euch stehen andere Leute. Außerdem wird im Tobrischen Hof heute Semmelklöße mit Käsefüllung gereicht und dementsprechend würde ich ganz gerne früh Feierabend machen. Dann wollt ihr euch doch sicherlich nicht hier noch weiter aufhalten lassen. Sagen wir 18 und schlagen die Hand drauf. Ja, eher nicht. Sagen wir 18 und ohne Hand. Nun gut. Gut, 90 Stein bitte.
Wären 18 nicht dann eher 87 Steine? Halber Quader. Entweder du gibst mir jetzt die 90 Steine oder nicht. Und Rafim, bezahl den Mann. Ja. Mehrwertsteuer. Ja. Ja, ich denke mal, der hat da so eine Art Waage. Richtig. Ja, genau. Ja, ich lade da so lange auf, bis er sagt fertig. Ich achte auf die Waage, dass er uns nicht will. Also, dass er nicht irgendwie den Daumen da drauf hat. Ja, Daumen wird er nicht drauf haben. Das macht ja keinen Sinn. Er achtet darauf, dass du den Daumen nicht drauf hast. Und bei ja, dass er den Daumen nicht auf der anderen Waage hat. Ja, bei 91 Steinen wird er dann Rafim den Wink geben, dass er aufhören kann. Ja, und dann nehme ich den einen Stein wieder runter. Ja, er setzt sich nochmal seinen Zwicker zurecht, guckt dich an und nickt dann. Na gut. Damit gehen die Semmelklößel heute ohne Käsefüllung über den Teller. Ich bin mir sicher, ihr werdet es verwenden können. Wenn ihr noch die Güte hättet, uns den Schein auszustellen. Natürlich. Ja, damit wird er euch dann einen Wechselschein mitgeben, dass ihr die Steuer von 18% bezahlt habt und dementsprechend frei seid, um mit dem Ganzen auf dem nimmersatten Markt zu handeln oder wo auch immer ihr mögt. Und dürft euch damit einreihen. Standgebühren müsst ihr natürlich extra bezahlen, damit habe ich nichts zu tun. Hervorragend. Möge der Wächter des ewigen Hortes euch zukommen lassen, was euch zusteht. Ja, das ist sehr unhöflich von euch, aber ich nehme das mal trotzdem nicht als Kompliment. Und damit ziehen wir ab. Irgendwie so die nächsten 3-4 Schritt bemühe ich mich noch irgendwie übers Ohr gehauen auszusehen. Ja, du kannst erkennen wohl, wie jetzt 2-3 Stadtwachen, na, Stadtwachen sind das nicht, es sind Söldner auf euch zukommen. Ah, guten Tag. Können wir euch helfen? Eure Waren? Ich denke, wir werden erst in der Stadt ankommen wollen, bevor wir uns um den Stand bemühen. Ja, kann ja sein, dass wenn ihr jetzt, nicht, dass ihr hier übers Ohr gehauen werdet, in irgendeiner Gasse und euch die Diamanten abgenommen werden. Das wäre wahrhaftig sehr tragisch, aber ich versichere euch, meine angeheuerte Begleitung ist mehr als fähig. Also, seid ihr sicher, dass das ausreicht? Nicht, dass ihr überfallen werdet? Wir sind sehr sicher, ja. Ist ja schon viel, viel Gold zu holen, ne? Ja, ich habe auch gehört, wenn Leute einen überfallen, kann man deren Sachen behalten. Und du hast ja echt ein schönes Schwert. Ich wollte es nur angeboten haben. Ihr werdet doch sicherlich bereit, uns für ein, sagen wir, angemessenes Entgelt bis zur Rabengasse zu führen? Zur Rabengasse? Ja, das kann ich wohl tun. Na doch, vielen Dank. Ja, und ohne viel Federlesens werdet ihr dann durch die Gassen vom nimmermüden Markt in Richtung der Rabengasse geführt, wo er dann davor stehen bleibt und euch gierig anblickt. So, einmal eine Stadtführung ohne viel Federlesens und eine Beratung in militärischen Dingen. Willst du Karten bitte? Der Weg war eher kurz. Sagen wir doch 4. Naja, aber wie gesagt, militärische Beratung. In den Gassen kann man überfallen werden und so. Und deswegen würfst du Karten. Jetzt seid ihr sicher. Ich bin bereit, euch ein wenig entgegenzukommen. Sagen wir 4,5. Na los, gibt er. So, ich zahle den Mann aus. Ja. Das ist nicht mal Abel mehr machen, denn der ist noch oberstlos. Ja, der kommt langsam nach und nach vor der Gasse zu sich und Rafim kann wohl bemerken, wie er sich jetzt auf der Schulter langsam bewegt und die Füße so ein bisschen dreht, die Handgelenke ein bisschen dreht, damit der Kreislauf wieder in Schwung kommt. Kasim, du riechst! Ja, ich stell dich mal eben wieder auf die Füße, warte. Ja, halt mich kurz nach Kasim fest. Gut, die Gauner sind weg. Schön, dass wir das hinter uns haben. Nicht so ungut. Wo sind wir? Wir sind vor der Rabengasse. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Ah, wunderbar. Ich hielt es jedenfalls für besser, keinen Konflikt wegen nichts inszenieren zu wollen. Nicht, dass ihr am Ende etwas Unvorhergesehenes getan hätten. Nun gut, jetzt wo alle wieder beisammen sind, treten wir ein. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob am Eingang der Gasse schon irgendwelche Wachmänner rumstehen oder ob hier ist vielleicht ein Tor.
Ja. Genau, eine Porte, also, danke sehr. Genau, die Gassen der Altstadt gleichen sich hier tatsächlich sehr, sodass ihr ohne die Söldner tatsächlich das wohl sehr schwierig gefunden hättet. Fachwerkhäuser, die hier nebeneinander dicht an dicht stehen, aber es gibt hier eine Pforte, die von Alan Farnan bewacht wird. Dukatengardisten, wie Rafim erkennen kann. Ein gusseisernes Tor, dessen beide Flügel von einem kunstvoll gearbeiteten und gekrönten Raben geziert werden. Ihr seid ja so richtig. Ja, hier würde die Männer mal anschauen und auf Rabensprache sagen, wir sammeln Spenden für die Schlaflosen. Mhm. Er nickt ihr zu und fragt dann, habt ihr schon einen Schlaflosen gesehen? Wer sündigt, schläft nicht. Nun, ich denke, es müsste draußen, wer schläft, sündigt nicht. Ohne viel Federlesens wird er sehr wortkarg das ganze Tor öffnen und euch reinnicken. Die Gasse ist nicht lang, aber alle angrenzenden Gebäude scheinen zu diesem Gelände zu gehören. Lagerhäuser, es gibt ein Kontor, eine Stallung, Fachwerkhäuser. Offenbar die Wohnstuben, die hier die gesamten Alan Farnan beherbergen. Und ja, so könntet ihr dann an den dunkel gekleideten Wachen vorantreten, wenn ihr das Losungswort gesagt habt. Ja, das war ja entspannt. Was ist das für ein seltsames... Ich habe ein, zwei Worte verstanden, aber was bitteschön ist das? Ja, das sprechen Bohrangeweihte. Das sprechen Bohrangeweihte. Ja. Alanfanische Bohrangeweihte. Okay. Hört sich ein bisschen krächzend an. Es klingt, als hätte man das gute alte Garite genommen und das dreimal durch den Fleischwolf gedreht. Einer der Wachen ist wohl ebenso mit euch durch das Tor getreten, während die anderen davor bleiben. Es schließt sich wieder und ihr seid in den Schatten der Rabengasse getaucht, sodass er euch dann einfach nur auf einen der Türeingänge lotst und die Tür dann auch für euch öffnet. Ja, wenn ihr dann folgen wollt. Ja, ich würde mal in die Tür eintreten. Ja, Rafim, du kannst in die Stube gehen. Es ist ein gemütliches Zimmer mit einem großen Tisch, mehreren hölzernen Stühlen, auch gut geeignet, um ein gemeinsames Mahl einzunehmen oder hier zu zechen. Es gibt einen Kamin an der rückwärtigen Wand, der hier wohl auch im Winter für Wärme sorgen würde. Jetzt allerdings im Ingerim bzw. fast Reihe natürlich unglaublich warm auch so. Die Wände sind von innen nicht geschmückt. Und du kannst das Fachwerk sehen. Auf dem Boden liegt ein Teppich aus feinen Fasern und kräftigem Farbton. Also definitiv südländisch gearbeitet. Alles hier ist alanfanisch.